Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die Technik von New Shepard. Viel Spaß! Es ist wieder soweit. Ein Milliardär macht sich auf an die Grenzen des Weltraums. Letzte Woche flog mit Sir Richard Branson der erste Milliardär mit der eigenen Firma Virgin Galactic in den Weltraum. Ob man das schon Weltraum nennen darf, ist dabei Ausgangspunkt großer Diskussion, denn der Flug war erstens suborbital, also nicht auf einer Flugbahn, die mindestens einmal zu einer Erdumrundung führt, und zweitens unterhalb der Kármán-Linie, die für viele die Grenze zum Weltraum ist. Jemand, der da gerade sehr drauf rumreitet, ist der Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der hat mit Blue Origin auch eine Raumfahrtfirma und Branson ist ihm mit dem Virgin Galactic-Flug nur um eine Woche zuvor gekommen. In der Folge heute erkläre ich dir die einzelnen Flugphasen des ersten Blue Origin Flugs mit Menschen. Wir gehen die Technik der New Shepard durch und am Ende gebe ich dir einen Ausblick für die Zukunft von Blue Origin. Wie immer bei mir findest du zu den Zahlen in den eckigen Klammern Quellen, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine weitere Folge mehr über Weltraumtechnik verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ja, und wenn dir gefällt, was ich hier mache, freue ich mich riesig, wenn du den Kanal durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Fangen wir direkt mit den größten technischen Unterschieden zwischen Blue Origin und Virgin Galactic an. Wenn du wissen magst, wie die Technik von Virgin Galactic genauer funktioniert, dann schau einfach mein Video von letzter Woche. Heute soll es hier um die New Shepard von Blue Origin gehen. Ja, während das Spaceship 2 eigentlich ein Flugzeug mit Tragflächen und Raketenantrieb ist, handelt es sich bei der New Shepard von Blue Origin tatsächlich um eine richtige Rakete. Wer sich ein bisschen in der Raumfahrtgeschichte auskennt, weiß vermutlich, dass es sich bei Alan Shepard um den ersten Amerikaner handelte, der mit einer Rakete suborbital in den Weltraum geflogen ist. Daher auch der Name zu Ehren von Alan Shepard, New Shepard. Die nächste Rakete wird New Glenn heißen, wie der Amerikaner John Glenn, der als erster Amerikaner die Erde orbital umrundet hat. Entgegen von Virgin Galactic muss New Shepard als Rakete auch nicht mit einem Trägerflugzeug auf eine gewisse Höhe gebracht werden, sondern kann mit dem eigenen Antrieb von etwa 1000 Meter Höhe auf über 100 Kilometer fliegen. Ja, und damit über die Kármán-Linie, die nach internationalen Standards die Grenzen zum Weltraum darstellt. Dabei ist das Ganze nicht wirklich eine harte Grenze, da die Atmosphäre ja nicht einfach aufhört, sondern einen fließenden Übergang zum Vakuum des Weltraums bildet. Auf Höhe der ISS von etwa 400 Kilometer Höhe zum Beispiel gibt es noch eine signifikante Atmosphäre. Das ist auch der Grund, weswegen die Raumstation in regelmäßigen Abständen beschleunigt werden muss, da sie sonst vom Himmel fallen würde. Wie dem auch sei. Bis auf die Tatsache, dass sich zwei sehr vermögende Menschen auf diese Reise begeben, haben die Flüge eigentlich keine Gemeinsamkeiten. Ja, und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, während Elon Musk auf Twitter frötzelt, Bezos bekommt keinen Hoch in den Orbit, ja, hat Branson mit Virgin Orbit bereits zweimal mit Kunden erfolgreich den Orbit erreicht. Ja, armes Blue Origin. Aber wir wollen ja heute über die suborbitale New Shepard reden. Lass uns vorab mal auf das geplante Flugprofil schauen und die einzelnen Flugphasen durchsprechen. Anschließend erzähle ich dir dann Details zur eingesetzten Technik. Wenn du den Flug gerne auf Deutsch live kommentiert sehen möchtest, empfehle ich dir, morgen auf Mars Chroniken bei Sirwan vorbeizuschauen. Der wird das Event live streamen und der hat mich als Co-Moderator eingeladen. Start ist, wenn uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, diesen Dienstag, der 20.07. um 13 Uhr UTC. Das ist 15 Uhr bei uns hier in Deutschland. Der Blue Origin Stream beginnt 90 Minuten vorher. Während des Pre-Start-Briefings am Sonntagabend war das Wetter noch bei Go. Auch die Prognose von unserem Wetterfrosch Hauke sehen soweit ganz gut aus. Hauke wird die Lage weiter genau beobachten und uns am Starttag um 10 Uhr auf seiner Website und auf Twitter mit Updates versorgen. Auf den Weg machen werden sich Jeff Bezos mit seinem Bruder Mark. Die beiden werden begleitet von der 82-jährigen Wally Funk und dem 18-jährigen Niederländer Oliver Damon. Der hat den Flug übrigens von seinem Vater geschenkt bekommen. Cooles Geschenk. Ja, damit wird Oliver Damon übrigens zum ersten zahlenden Kunden von Blue Origin. Während Oliver Damon mit seinen 18 Jahren noch ein relativ unbeschriebenes Blatt für uns ist, ist Wally Funk eine Legende in der Luftfahrt. Ganz nebenbei werden so übrigens neue Rekorde für den jüngsten und den ältesten Mensch im Weltraum aufgestellt. Los geht die Reise etwa 8 Stunden vor dem eigentlichen Flug, wenn die Rakete auf die Startplattform gebracht wird. Etwa 3 Stunden vor dem Start wird dann mit dem Tanken begonnen. Die Crew selbst wird dann 45 Minuten vor dem Start einsteigen, also deutlich kürzer als zum Beispiel bei einem Crew Dragon Start. Die Luke wird von der Bodencrew 25 Minuten vor dem Start geschlossen. Sobald sich die Bodencrew von der Rakete entfernt hat, kann das Startabbruchsystem scharf gestellt werden. Sollte ab jetzt, aus welchem Grund auch immer, etwas mit der Rakete nicht in Ordnung sein, kann ein Feststofftriebwerk die Crewkapsel in einem Bruchteil einer Sekunde von dem gefährdeten Booster weg beschleunigen. Dieses System wird über den gesamten angetriebenen Flug aktiv bleiben. Dass das System sowohl am Boden als auch in den kritischen Flugphasen, bei zum Beispiel Max-Q, funktioniert, hat es bereits in unbemannten Tests erfolgreich bewiesen. Zusätzlich gab es sogar einen dritten Test in großer Höhe.
Dieses Feststofftriebwerk, das laut Scott Manley von Aerojet Rocketdyne kommt, befindet sich direkt in der Mitte der Kapsel und ist der Grund, warum wir in der Mitte der Kapsel im Inneren diesen Zylinder sehen. Dieses Rettungssystem ist meiner Meinung nach einer der vielen überzeugenden Argumente für einen Flug mit Blue Origin. Das System verfügt neben dem Launch-Abort-System über eine Vielzahl von Sicherheitsmechanismen und Rettungssystemen. Ganz anders bei Virgin Galactic, wo ja jederzeit ein sehr fähiger Pilot und ein noch flugfähiges Fluggerät vorhanden sein müssen, um die Crew zu retten. Wenn dich das Thema Rettungssysteme mehr interessiert, darfst du dich schon mal auf eine Kooperation mit Tony von Mondgeflüster freuen. In dem Video werden wir uns dann mit Rettungssystemen in der Raumfahrt beschäftigen. Aber zurück zum Start von New Shepard. Während das Rettungskonzept von New Shepard besser sein dürfte als das von Virgin Galactic, so kann das auch durchaus nötig sein. Denn Virgin Galactic setzt mit Hybridtriebwerken auf einen unter Sicherheitsaspekten zumindest unkritischeren Treibstoff. Blue Origin hingegen setzt mit einem Flüssig-Sauerstoff-Flüssig-Wasserstoff-System auf die Königsklasse der Raketenantriebe. Die Treibstoffkombination erlaubt potenziell die größten Effizienzen unter den chemischen Antriebssystemen, hat aber einige gravierende Nachteile. Unter anderem ein deutlich komplexeres Gesamtsystem aufgrund der kryogenen Temperaturen, noch dazu mit unterschiedlichen Siedepunkten. Und für Sicherheitsfragen ist die hochgradig reagierfreudige Kombination von Sauerstoff und Wasserstoff ein echtes Problem. So ist auch der Aufenthalt in der Nähe der betankten Rakete gefährlich. Während eine Bodencrew während eines Unfalls in der Nähe der Rakete vermutlich keine Überlebenschancen hätte, kann die Crewkapsel von einer Explosion durch den Feststoffantrieb weggeschossen werden. Ausgestattet mit redundanten Landefallschirmen würde die Kapsel dann in sicherer Entfernung landen. Über die Fallschirme sprechen wir aber später nochmal. Los geht der etwa 11-minütige Flug mit der Zündung des BE-3-Triebwerk. Das BE-3 ist eine Eigenentwicklung von Blue Origin und arbeitet wie gesagt mit LOX, das steht für Liquid Oxygen, also flüssiger Sauerstoff, und LH2, Liquid Hydrogen, also auf Deutsch flüssiger Wasserstoff. Dass diese Kombination sehr explosiv ist, weißt du vielleicht aus dem Chemieunterricht. Apropos Unterricht, würdest du dir wünschen, dass in der Schule nicht der Lernende bewertet wird, sondern der Lehrende? Ja, die Möglichkeit hast du hier. Hat dir das Video bisher gefallen? Dann lass mir doch gerne ein Like da. Und ja, magst du mehr solcher Videos sehen? Dann abonnier gerne meinen Kanal. Ja, und möchtest du mit Anregungen oder Kritik Senkrechtstarter mitgestalten? Dann schreib mir doch einfach unter dem Video. Der Kanal ist noch weit davon entfernt, auch nur die Unkosten zu decken. Also wenn du mir dabei helfen möchtest, Menschen für die Raumfahrt zu begeistern, freue ich mich riesig, wenn du dem Kanal mit einer Patreon-Mitgliedschaft unter die Arme greifst. Aber zurück zur New Shepard und der eingesetzten Technik. Angetrieben wird New Shepard also durch das BE-3. Das BE-3 ist ein besonderes Triebwerk, da es im Open Gas Generator Tap-Off Cycle betrieben wird. Die deutsche Übersetzung ist offener Gasgeneratorzyklus mit Brennkammeranzapfung. Wie der funktioniert, können wir uns am Beispiel des offenen Gasgenerator-Nebenstromzyklus des Merlin-Triebwerks verdeutlichen. Hier wird ein Teil des Treibstoffs und des Oxidators genutzt, um eine Turbine anzutreiben, die dann die Treibstoffpumpen antreibt. Das Abgas geht dann einfach seitlich aus einem Auspuff verloren. Das BE-3 arbeitet fast nach dem gleichen Prinzip. Dafür wird kein extra Gasgenerator verwendet, sondern einfach ein Loch in die Brennkammer gebohrt und ein Teil des Brennkammerabgas angezapft, der auch Tap-Off, was so viel wie Anzapfung bedeutet. Da das Abgas in der Brennkammer über sehr viel Energie in Form von Druck und Temperatur verfügt, brauchen wir auch nur einen ganz kleinen Teil des Abgases. Dennoch wirkt sich das negativ auf den Gesamtimpuls des Triebwerks aus und kostet so wertvolle Leistungspunkte. Ja, dieses angezapfte Abgas wird dann über die Turbine der Turbopumpe entspannt und gibt dabei seine Energie an die Turbopumpe ab, die dann den Treibstoff in das Triebwerk drückt. Obwohl die Brennkammer als einzelne Energiequelle genutzt wird, gibt es für Wasserstoff und Sauerstoff getrennte Turbopumpen. Das macht auch durchaus Sinn, da die Dichte der beiden Stoffe weit auseinander liegt und die Massenströme über die Pumpe ganz unterschiedlich sind. Da das auf die Stoffeigenschaften zurückzuführen ist, stehen alle Wasserstoff-Sauerstoff-Triebwerke vor dieser Herausforderung. Beispiel für zwei Turbopumpen auf einen Gasgenerator wären zum Beispiel das europäische Vulcan-Triebwerk. Aber Moment, wirst du jetzt vielleicht sagen, es gibt bei BE-3 doch gar keinen extra Gasgenerator. Warum soll das Prinzip dann offener Gasgeneratorzyklus mit Brennkammeranzapfung heißen? Naja, den Gasgenerator gibt es halt schon. Der ist in unserem Fall aber einfach die Hauptbrennkammer. Hier ist übrigens Blue Origin führend. Diese Technik wurde ansonsten bis jetzt nur getestet, wurde aber nie woanders operativ genutzt. Leider ist Blue Origin aber nun auch sehr geheimniskrämerisch, weswegen quasi nichts über die Leistungsparameter bekannt ist. Bis auf den Schub von 490 kN. Ganz interessant ist, dass die Weiterentwicklung des BE-3, die BE-3U, über einen Expander Cycle wie das RL-10 verfügt. Das RL-10 ist das effizienteste Raketentriebwerk, was fliegt und extrem viele Leistungen aus dem eingesetzten Treibstoff umsetzt. Genau das, was wir bei einer Oberstufe haben wollen, um mehr Nutzlast transportieren zu können. Fun Fact: Das RL-10, das auch mit Wasserstoff und Sauerstoff läuft, löst das Massenstromproblem der unterschiedlichen Stoffe übrigens über ein Getriebe. Das heißt, eine Turbine treibt über ein Getriebe zwei Pumpen mit unterschiedlichen Drehzahlen an.
Hochinteressant, aber es soll ja heute um Blue Origin gehen. Das U bei BE3U steht im Übrigen für Upper Stage und soll als Doppeltriebwerk mal die New Glenn antreiben. Wie man hier allerdings noch von einer Abwandlung des BE3 sprechen kann, weiß ich auch nicht so genau. Es ja, hat ja einen anderen Zyklus und mit 710 kN viel mehr Schub und sieht im Grunde auch ungeachtet der Düse ganz anders aus. Das BE3U war sogar mal für die Vulcan von ULA als Oberstufe in der Überlegung. Da Blue Origin aktuell mit dem BE4, das die erste Stufe der Vulcan antreiben soll, Lieferschwierigkeiten haben soll, weswegen sich der erste Start des Vulcan, ja, dem neuen Flaggschiff von ULA, auf mindestens 2022 verzögern dürfte, war es dann vielleicht eine gute Entscheidung von ULA mit dem RL-10 auf ein sehr erprobtes, extrem zuverlässiges Triebwerk zu setzen. RL-10, Expander-Zyklus, geile Sache. Schau, habe ich ein tolles Video zu. Für das BE3U werde ich bestimmt auch mal ein eigenes Video machen, wenn New Glenn dann mal hoffentlich irgendwann aus dem Quark kommt und ich mehr Daten habe. Wie gesagt, Blue Origin tut sich mit der Veröffentlichung von technischen Details recht schwer. Zurück zum BE3, der New Shepard. Das hat 490 kN Schub, das entspricht ziemlich genau 50 Tonnen. Über 110 Sekunden Brenndauer bringt das Triebwerk die Rakete auf 40 km Höhe und eine Endgeschwindigkeit von etwa 4000 km/h, also die dreifache Schallgeschwindigkeit. Sowohl die Steuerung des Triebwerks als auch der gesamte Flug bis zur Landung wird übrigens völlig autonom von dem Onboard-Flugcomputer durchgeführt. Auch ein gewaltiger Unterschied zu dem Flug von Virgin Galactic, der komplett in der Hand von menschlichen Piloten liegt. Nach Triebwerksabschaltung baut die Rakete ihre Geschwindigkeit entgegen der Erdbeschleunigung kontinuierlich ab. Auf diesem ballistischen Steigflug kommt es auf 75 km Höhe zur Trennung von Crewkapsel und Booster. Trotz Trennung werden beide Teile, also Kapsel und Booster, die Kármán-Linie bei 100 km Höhe überschreiten, bevor sie dann nach dem völligen Abbau der vertikalen Geschwindigkeit langsam zur Erde zurückfallen. Ähnlich wie bei Virgin Galactic bzw. ähnlich zu allen ballistisch fliegenden Objekten außerhalb der dichten Atmosphärenschichten herrscht ab Triebwerksabschaltung gefühlte Schwerelosigkeit. Ja, warum betone ich das jetzt mit der Atmosphäre so? Weil die Atmosphäre durch ihre Bremswirkung der gefühlten Schwerelosigkeit entgegenwirkt. Warum man während eines Parabelflugs trotzdem Schwerelosigkeit spüren kann, erkläre ich dir ein anderes Mal. Für die Insassen der Kapsel wird es zwischen 3 und 4 Minuten Schwerelosigkeit zu spüren geben. Irgendwas sagt mir, dass Wally Funk von den 4 Insassen vermutlich die verwegensten Saltos machen wird. Ganz interessant, dass es kein Kabinenpersonal gibt. Das heißt, die 4 Passagiere müssen selbst wieder in ihre Sitze finden und sich anschnallen. Für diesen Flug wird die Crew laut Pressebriefing 2 Tage trainiert. Das ist schon erstaunlich kurz. Aber da das Trainingsprogramm mit der FAA zusammen entwickelt wurde, wie auch übrigens die Flugzulassung, bin ich mir sicher, dass das eher für die Sicherheit des Gesamtsystems spricht als für ein laxes Training. Wenn wir bei Sicherheit sind, das Crew-Kapsel-System hatte 15 erfolgreiche Einsätze am Stück. Ja, beim ersten Flug ist der Booster nicht wieder gelandet, aber die Kapsel ist kontrolliert zur Erde gekommen. Weiter gab es wie gesagt 3 erfolgreiche Escape-Tests, einer am Boden, einer bei Max-Q, also dem Punkt, an dem die größten aerodynamischen Kräfte wirken, und einer in größer Höhe. Auf mich wirkt das System extrem ausgereift und zuverlässig. Und die Steuerung von einem Computer statt durch einen Piloten ist für mich persönlich als technikgläubiger Nerd ein deutlicher Vorteil von Blue Origin gegenüber zu Virgin Galactic, wo halt ein Pilot steuert. Etwas, um das ich die Crew jetzt schon beneide, ist der Ausblick. Die Fenster der New Shepard-Kapsel werden die größten Fenster sein, die je den Weltraum erreicht haben. Weiter bewirbt Blue Origin den Ausblick damit, dass die Panoramafenster 92% des sichtbaren Lichts durchlassen. Während die Crew noch frei fällt, wird der Booster Stabilisierungsfinnen an seinem Kopf entfalten, die den Flug wie einen Dartpfeil stabilisieren. Zusätzlich werden Luftbremsen ausgeklappt, die den Luftwiderstand erhöhen und so Geschwindigkeit abbauen, sobald dann nennenswerte Atmosphäre erreicht wird. Insgesamt wird der Booster deutlich aggressiver wieder in die Atmosphäre eintreten als die Kapsel mit ihrer stumpfen Wiedereintrittsform. Etwa 7 Minuten nach dem Start wird der Booster dann propulsiv etwa 3 Kilometer nördlich der Startplattform landen. Entgegen der Falcon 9 kann der Booster der New Shepard sehr kontrolliert landen, da das BE3 auf 20% seines Schubs runtergeregelt werden kann und so sogar Schweben des Boosters ermöglichen kann. So sehen meiner Meinung nach die New Shepard-Landungen auch deutlich intuitiver aus als die Suizidlandungen von Falcon 9 Boostern. Bei der Falcon 9 liegt das an dem hohen Schub des Merlin 1D, das einen leeren Booster einfach wieder von der Landeplattform wegtragen würde. Um das zu verhindern, muss der Schub direkt nach der Bremsung und dem Aufsetzen bei der Falcon 9 weggenommen werden. Ganz anders bei New Shepard, das im letzten Moment sogar noch seinen Landungsvektor leicht verändern kann. Ähnlich zu einer Mondlandefähre, die einen passenden Landeplatz sucht. Die Kapsel mit der Crew hängt zu diesem Zeitpunkt schon an 3 Fallschirmen und gleitet langsam Richtung Boden. Auch hier wurden Redundanzen eingebaut. Sogar eine Landung an nur einem Fallschirm wäre überlebbar. Dazu hat die Kapsel an der Unterseite einen Aluminium-Crush-Core, also eine Knautschzone, die zwar bei einer Bruchlandung zerstört werden würde, aber den Schock abbauen kann und so die Insassen schützt.
Zusätzlich können die Crewliegen weiter Schock abbauen. Alles im Fall einer Notlandung, denn sollte es nach Plan gehen, sind die Landungen mit Blue Origin wohl das sanfteste, was so eine Kapsel abliefern kann. So gibt es kleine Triebwerke, die ganz kurz vor der Landung nochmal einen kleinen extra Bremsschub geben, bevor die Kapsel mit sanften 1 Meter pro Sekunde landet. Das ist etwa so schnell wie Schrittgeschwindigkeit. Ach, Blue Origin. Irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass Blue Origin der ewige Zweite ist. Blue Origin wurde 2000 von Bezos gegründet, also ganze 2 Jahre vor SpaceX und hat bisher nicht ganz so viel erreicht. Zwar ist auch Bezos von Wiederverwendung überzeugt und so ist New Shepard auch von Anfang an darauf ausgelegt gewesen. Auch hat Blue Origin mit New Shepard vor SpaceX das Wiederlanden von einem Booster demonstriert, aber eben von einer relativ kleinen Rakete, die nicht ansatzweise mit den Geschwindigkeiten unterwegs ist wie die Booster von SpaceX. Zum Vergleich, Blue Origin ist mit New Shepard bisher 15 Mal geflogen, wobei während des ersten Fluges am 29. April 2015 der Booster verloren ging. Bei allen weiteren Flügen wurde der Booster gelandet. SpaceX hat allein dieses Jahr 19 Mal eine Falcon 9 in den Orbit gestartet und dabei einen Booster bei der Landung verloren. Dann hat Blue Origin mit dem National Team in der Ausschreibung der NASA für ein Mondlandesystem, das HLS, den Kürzeren gezogen. Da jetzt wohl erstmal die Gerichtsprozesse beginnen, ist hier zwar das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber es ist definitiv ein Rückschlag für Blue Origin. Als weiteren Rückschlag kann man die Lieferprobleme an Triebwerken für ULA bezeichnen. Von vorzeigbaren Fortschritten von dem nächsten großen Ding bei Blue Origin, der New Glenn, da wollen wir gar nicht erst reden. Ja, es ist schon zum Heulen. Jetzt ist es natürlich leicht, sich auf den Jeff Hu-Standpunkt zu stellen. Aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Blue Origin hat eine tolle Vision. Ich für meinen Teil würde mir wünschen, dass wir ganz viele Player sehen, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Und es wäre klasse, wenn Blue Origin sich mal zur ernstzunehmenden Konkurrenz von SpaceX entwickelt. So können die Technologien weiterentwickelt werden und die Preise weiter sinken. Dass du und ich sich vielleicht auch so einen Flug leisten können. Also mich persönlich wird es extrem jucken, diese Rakete zu fliegen. Der nächste Flug wäre dann übrigens im Oktober. Es wird also dann nicht so direkt ein regelmäßiger Flugbetrieb aufgenommen. Obwohl man eigentlich eine zweite flugfähige Rakete im Einsatz hat. Die wird aber für wissenschaftliche Fracht eingesetzt und wird nicht für Menschen benutzt werden. Vielen Dank Mabel und Aeneas fürs Korrekturlesen des Skripts. Und ja, wie immer ganz, ganz großes Dankeschön natürlich an dich, an euch, an die Community fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Besonderer Dank geht natürlich an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr macht diesen kleinen, aber feinen Nischenkanal auf Deutsch möglich und helft mir, andere Menschen für die Raumfahrt zu begeistern. Ja, wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, nicht vergessen, Like da lassen und bis nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.